Abseits vom hektischen Weihnachtstrubel und fernab von blinkenden Lichterketten versteckt sich in der Wildschönau im Nordtiroler Bezirk Kufstein ein wahres Weihnachtsidyll. Der Tiroler Bergadvent rund um das urige Bergbauernmuseum Zboch in Oberau. An den ersten beiden Adventwochenenden verzaubert er mit unverfälschter Romantik und lässt seine Besucher in eine Welt der Stille und Besinnlichkeit eintauchen. Ein herzliches Grüß Gott bei uns in der Wildschönau zum Tiroler Bergadvent. Seit vier Jahren holen wir uns die Vorweihnacht ins Haus. Daher in das stimmungsvolle Ambiente des Bergbauermuseums Zboch. Was erwartet den Besucher? Eine Atmosphäre, die ihresgleichen sucht, mit einem wunderbaren Handwerkermarkt, ein Adventmarkt, Veranstaltungen und die passende Musik dazu. Ich lade herzlich ein, geht's mit mir. Der Tiroler Bergadvent in der Wildschönau kann als wahrer Geheimtipp in der Europaregion bezeichnet werden. Und das nicht nur allein wegen seines außergewöhnlichen Standortes in den historischen Räumlichkeiten des Bergbauernmuseums Zboch aus dem Jahr 1795. Das Besondere an unserem Tiroler Bergadvent da in der Wildschönau ist sicher die Kleinheit. Dadurch, dass wir das Ganze konzentrieren auf einen Hof, auf einem wunderschönen alten Bergbauernhof, können wir natürlich auch eine besondere Atmosphäre herstellen, die uns ein bisschen erinnert an den Advent, wie er früher mal war. Es ist eine besondere Stimmung, ja sogar eine besondere Ruhe da drin. Und auf die sind wir stolz und auf die freuen wir uns auch als Einheimische immer wieder schon, von einem Jahr aufs andere. Weihnachten wie damals, das ist in der Wildschönau keine leere Floskel. Der Duft von Tannenzweigen und Lebkuchen vermischt sich hier mit jenem von traditionellen Köstlichkeiten, die genau wie früher über dem flackernden Feuer zubereitet werden. In der Museumsküche gibt es die aussuchenden Schmolznudeln, in der Mühle werden die Brotkrapfen gemacht und da herum haben wir allerlei Getränke, in erster Linie eben speziell an Kraudinger, der aber nur in der Wildschönau brennt werden darf. Und zwar haben wir von der Kaiserin Maria Theresia das Recht gekriegt, aus der weißen Stupplerübe einen Schnaps zu brennen. Weil auf der Höhenlage in der Wildschönau einfach nicht mehr viel Obst gewachsen ist. Und deswegen ist das einzigartig auf der ganzen Welt. Ein ganz besonderes Erlebnis zur Adventszeit ist im Tiroler Unterland das sogenannte Anklöpfeln, welches seit 2011 immaterielles UNESCO-Kulturerbe ist und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Das Anklöpfeln ist ein jahrhundertealter Brauch, der besonders bei uns in der Wildschönau sehr gern und sehr gut gepflegt wird. Üblicherweise zieht man an die letzten drei Donnerstage vor Weihnachten als Hirten verkleidet von Haus zu Haus und bringt die frohe Botschaft, die der Engel damals den Hirten auf den Feldern von Bethlehem gebracht hat, in die Häuser. Man tut das singend, erzählend, manchmal auch mit einem kleinen Schauspiel dazwischen drin und so wird man als Anklöpfler in den Stuben wie da herinnen im Bergbauermuseum Zboch sehr gern aufgenommen, geht anklöpfeln und bleibt dann auch noch ein bisschen sitzen. Doch was wäre der Zauber der Weihnacht ohne strahlende Kinderaugen? Und die gibt es beim Tiroler Bergadvent zur Genüge. Die Kleinen können sich nicht nur in der Bastelstube austoben, sondern als ganz besonderes Highlight beim Christkindl-Postamt ihren Wunschzettel verschicken. Auf meinem Wunschzettel fürs Christkind steht ein Mikroskop, eine Detektivausrüstung und ein Lego. Meinen Wunschzettel schreibe ich in meinem Christkindl-Postamt. Dieses Jahr steht da drauf ein Zauberwürfel und ein Harry Potter Buch. Wie heißt es so schön? Erst wenn Weihnachten im Herzen ist, liegt es auch in der Luft. Und das gelingt dem Tiroler Bergadvent in der Wildschönau. Durch seine einzigartige Atmosphäre zieht er klein und groß in seinen Bann und die Vorfreude auf Weihnachten schleicht sich hier unweigerlich in die Herzen der Besucher. Wir freuen uns sehr, dass Sie mit dabei waren beim Tiroler Bergadvent hier in der Wildschönau. Mir bleibt noch, Ihnen ein paar besinnliche, ruhige Tage des Advent zu wünschen. Danach eine freudvolle Weihnacht und alles Gute und viel Gesundheit im neuen Jahr. Vielleicht auf ein Wiedersehen bei uns.